klargestellt haben. Ich musste mich immer noch ein bisschen setzen. Da hatten sie schon reagiert. Den Schock muss man ja erstmal verdauen. Ich finde es schon beeindruckend, dass eine Staatssekretärin im Umweltministerium scheinbar nicht weiß, was im Bereich Offshore-Windenergie tatsächlich passiert. Aber wir laden sie gerne nach Emden, wir laden sie gerne nach Cuxhaven ein, dass sie sich das hier mal anschauen kann, was wir hier seit Jahren entwickelt haben, wie gut und wie stark wir sind und was wir auch tatsächlich weiterentwickeln wollen. Es gibt da durchaus in Berlin noch den einen oder anderen, der noch etwas lernen kann von uns. Und das ist, denke ich, auch ein gutes Ergebnis, wenn das dann passiert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind da aber jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir in unseren Häfen feststellen müssen, die Flächen sind begrenzt. Man kommt nicht ins Wasser. Die Landflächen hafennah sind ebenfalls endlich. Und wir sehen es jetzt hier natürlich in Emden, wir sehen es in Cuxhaven. Durch die vielen Ansiedlungen haben wir auf einmal ein Problem bei den Flächen. Wir werden deshalb schauen müssen, wie wir uns weiterentwickeln. Gerade in Emden werden wir die Chancen im Risumer Nacken natürlich nutzen, mit dem Bund gemeinsam daran arbeiten, dass sie bedarfsgerecht dann auch zur Verfügung gestellt werden können. Momentan ist das vielleicht auch noch so ein bisschen Pokern, zu welchen Konditionen wer was gibt, wer was macht. Aber Herr Oberbürgermeister, seien Sie sicher, wir haben da mehrere hundert Hektar Fläche zur Verfügung. Und wir werden sie bedarfsgerecht entwickeln und wir werden sie bedarfsgerecht zur Verfügung stellen können, dass keiner, der hier investieren will an der Küste, tatsächlich verloren geht. Denn das ist der zweite Bereich. Wenn man einerseits immer über die Arbeitsplätze im Hafen selbst sich Gedanken gemacht hat, geschaut hat, wie sich das entwickelt, ist der zweite Bereich, der dazu kommt, die Struktur, die industrielle Ansiedlung dahinter. Und hier sind Tausende von Arbeitsplätzen in den letzten Jahren entstanden. Tausende von Arbeitsplätzen, weil wir die Anbindung so gut gemacht haben, dass wir die Industrie, die Gewerbeansiedlung kombiniert haben mit der Entwicklung der Häfen. Das hat uns richtig geholfen und wird nachhaltig für Arbeitsplätze sorgen. Und deshalb finde ich es auch gut, dass wir von Enports einmal auch untersuchen lassen, wie sich eigentlich die regionalwirtschaftlichen Effekte der Häfen darstellen. Wie viele sind eigentlich in einer Region beschäftigt? Und wir haben hochgerechnet rund 41.000 hafenabhängig Beschäftigte in Niedersachsen. Das ist eine erstaunlich hohe Zahl, die ist wirklich bemerkenswert. Und wenn wir uns einmal anschauen, so sind knapp 7% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den niedersächsischen Hafenregionen beschäftigt. Das ist ein richtiger Wirtschaftsfaktor. Da ist Windenergie dabei, da ist natürlich alles, was mit Im- und Export zu tun hat, mit dabei. Und in der Hafenregion Emden, da haben wir rund 5.700 hafenabhängige Beschäftigte, vor allem natürlich in den Branchen, die jeder kennt. Automobilindustrie ist natürlich ganz vorne, Offshore-Windenergie ganz klar. Wir haben also eine echte Arbeitsmarktregion, einen echten Arbeitsmarktfaktor und den wollen wir ausbauen. In ein paar Jahren wird ein weiterer Hafen dazukommen, auf den wir auch zu Recht, würde ich sagen, stolz sind, alle miteinander. Das ist der Jade-Weser-Port. Das ist das größte Infrastrukturprojekt, das wir hier in Niedersachsen, in Norddeutschland haben, mit einer klaren Zielrichtung, die großen, die tiefgängigen Containerschiffe hier an die Küste zu holen und die Chancen, die sich aus einem derartigen Containerhafen ergeben, für das Land, für Norddeutschland zu nutzen. Es gibt einen festen Zeitpunkt der Inbetriebnahme, der 5. August 2012. Und jetzt sollten Sie auch alles, was Sie jemals in den Zeitungen gelesen haben, über Streit zwischen Niedersachsen und Bremen vergessen. Schulte, ich denke, im Aufsichtsrat, wo wir sehr gut zusammenarbeiten, herrscht ein ganz anderes Klima als das, was in den Zeitungen tatsächlich zu lesen ist. Bremen, Niedersachsen, Eurogate, Maersk, alle haben sich klar zu diesem Hafen bekannt. Alle wollen diesen Hafen zum Erfolg machen und das wird auch tatsächlich passieren. Wir sind jetzt schon dabei zu überlegen, was passiert eigentlich danach, denn so ein Hafen ist ja irgendwann auch mal fertig. 2012 ist er fertig. Reicht das aus? Brauchen wir nicht noch einen zweiten Containerhafen daneben? Und ich sage Ihnen, wir werden ihn brauchen. Und zwar nicht, weil wir Hamburg Konkurrenz machen, sondern weil wir im Wettbewerb stehen zu Antwerpen,
zu Rotterdam, zu Seebrügge und weil die Globalisierung noch stärker Fahrt aufnimmt. Das heißt internationale Arbeitsteilung, das heißt wir brauchen noch mehr Containerverkehre, die wir aufnehmen können. Und deshalb wird es dort weitergehen. Wir müssen die Infrastruktur vorhalten und werden dort weiter bauen. Ich freue mich, dass wir dieses Projekt auch in Zeiten der knappen Kassen gestemmt kriegen, gemeinsam mit dem Land Bremen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Infrastruktur heißt aber auch, dass die Schiffe den Hafen anlaufen können müssen. Das bedeutet auch, dass man, der Oberbürgermeister hat das so schön mit Baggern gesagt, dass man den ein oder anderen Fluss an die Bedürfnisse anpassen muss, sage ich jetzt mal diplomatisch. Das gilt für die Ems, das gilt für die Weser, das gilt auch für die Elbe. Wir müssen immer schauen, dass die Schiffe den Hafen erreichen können und alle Maßnahmen müssen natürlich im Einklang mit dem Naturschutz und den Belangen der Natur stehen. Sie müssen auch im Einklang mit der Deichsicherheit stehen, weil alles, was wir machen, darf nicht dazu führen, dass Menschen am Ende gefährdet werden. Und deshalb sind alle Flüsse, die ich genannt habe, natürlich im Fokus. Und hier in Emden, die Ems ganz klar, wir dürfen dabei nicht aus der Acht lassen, dass durch die Vertiefung für Emshaven natürlich auch für Emden Probleme entstehen werden. Wenn die LNG-Frachter die Zufahrt für Emden blockieren, dann kann das nicht mit der partnerschaftlichen Zusammenarbeit getan sein. Da müssen wir eine Regelung finden, ein Verkehrsmanagementsystem, das neutral, das unabhängig ist, damit Emden weiterhin den richtigen Zugang zum Meer hat und die Schiffe einlaufen können. Genauso bei der Weser. Auch hier brauchen wir eine Anpassung, damit unsere Häfen die Kapazitäten entfalten können, für die wir sie ausbauen. Wir sind, denke ich, hier auf einem richtigen, auf einem guten Weg. Und bei der Elbe, da muss ich sagen, einen Hafen haben wir bisher vergessen. Der größte niedersächsische Hafen ist noch nicht aufgetaucht, wahrscheinlich weil er noch auf Hamburger Hoheitsgebiet liegt. Das ist der größte Hafen für Niedersachsen, wo die meisten Arbeitsplätze für Niedersachsen tatsächlich vorhanden sind. Die Weiterentwicklung des Hamburger Hafens ist deshalb für uns ebenso wichtig, dass er Zukunftsperspektiven hat und auch behält. Nicht in Konkurrenz, sondern gemeinschaftlich. Und deshalb finde ich es, ja, das kann man durchaus sagen, die Hamburger müssen natürlich auch, wenn wir die Bedeutung Hamburgs, des Hamburger Hafens erkennen, die Bedeutung des Deichschutzes für Niedersachsen erkennen. Und hier muss man einen vernünftigen Interessenausgleich hinbekommen, nicht gegeneinander, sondern miteinander, weil wir alle gemeinsam davon profitieren. Und ich glaube, dass wir in den letzten Jahren mit Hamburg ein ganzes Stück weitergekommen sind, dass die Hamburger auch die berechtigten Interessen Niedersachsens erkannt haben und sie auch berücksichtigen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, man kann also feststellen, wir sind gut aufgestellt. Wir sind gut durch die Krise gekommen. Unsere Häfen haben ein Niveau von vor der Krise wieder erreicht. Und wir werden weiter ausbauen, weil wir weiter wachsen werden. Wir werden es bei der nächsten maritimen Konferenz zeigen, die in Wilhelmshaven stattfindet. Und da möchte ich mich hier und heute bei all denjenigen bedanken, die sich bereit erklärt haben, durch großzügige Sponsorenzusagen diese maritime Konferenz in Wilhelmshaven im kommenden Jahr möglich zu machen. Ich finde, es ist ein ganz toller Schulterschluss, der aus der maritimen Wirtschaft gekommen ist, zu sagen, wir legen alle zusammen, wir wollen ein Aushängeschild für Niedersachsen darstellen. Übrigens auch Bremer haben gesponsert. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Häfen sind der Landesregierung wichtig. Genauso wichtig sind uns die Autos. Sie sehen sie hier. Also so sehen die normalerweise nicht aus, insbesondere nicht, wenn sie in Emden verschifft werden. Deshalb freue ich mich, dass wir mit VW einen starken Partner auch hier in Emden haben und die automobile Drehscheibe hier des Volkswagen-Konzerns in Emden stattfindet. Herr Zernichel, ich freue mich auf Ihren Vortrag. Herzlichen Dank. Applaus